Okay, weiter geht's mit Project Zero und ich glaube, das letzte Mal haben wir hier auch angefangen. Kann das sein? Ja, ne? Im letzten Part haben wir ja, ich glaube, Mikos Mutter getroffen, falls es sie war. Also es wäre möglich. Ich weiß gerade nicht, wo ich langlaufe. Nein, da komme ich gerade her. Also, und dann war irgendwas mit Puppen. Ich glaube, wir haben eine Puppe gesucht, wegen dem Puppenraum und so. Aber ich habe sie nicht gefunden und ich glaube, ich werde jetzt mal dahin zurückkehren in den Puppenraum. Weil, keine Ahnung, aber irgendwie, ich weiß, schon wieder da, links. Ich denke immer, es ist ein Arm. Oh Gott, Leute, verarscht mich doch nicht so. Okay. Dann gehen wir zurück. Und ich hoffe, hier kommt jetzt nicht wieder dieser dumme Geist, den ich nicht mag. Ich hoffe, ihr wisst, welchen ich meine. Falsch. Oh, immer gehe ich zuerst hier lang. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ja, das sowieso. Ist da hinten die Tür? Ja, da ist die richtige. So, jetzt gehen wir da durch. Und meine Stimme versagt wieder, glaube ich. Ja. Bitte kein Geist. Kein Geist, kein Geist. Ja. Ich würde nämlich ganz gerne die Puppe finden, damit ich dieses Rätsel da machen kann. Rätsel? Naja, es ist kein Rätsel. Es ist so, such was und pack es dahin. Spiel. So. Hier haben wir ja diese Scheißpuppen. Vier Puppen schauen in die Mitte. Genau wie die Puppen auf dem Foto. Der Stand ist verschlossen. So. Puppen, Puppen. Irgendwas mit Puppen. Ja, japanische Puppen. Puppen, Puppen, Puppen. Die eh nicht. Puppen, Puppen, Puppen. Was? Was ist von, was ist hinten? Du hattest Unrecht. Was ist das denn? Ich verstehe das nicht. Ich nehme es die ganz rechts. Ja. Was? Wieder. Was wollt ihr denn von mir? Die da. Ich nicht. Kagome-Puppe. Sie sieht aus, als würde sie sich die Augen zuhalten. Ich habe das Rätsel gerade nicht wirklich verstanden. Ja, ich weiß, ich bin dumm. Bestimmt wusstet ihr das, aber ich wusste es nicht wirklich. Ich habe die Kagome-Puppe auf den Sockel hingestellt. Die Schublade öffnete sich. Eine merkwürdige Maske liegt in der Schublade. Wütende Maske. Dein Gesichtsausdruck ist wütend. Die habe ich schon woanders gesehen. Kein Kind. Ist hier ein Kind? Nein? Gut, dann gehe ich wieder zurück, weil ich weiß, glaube ich, wo ich die hin tun muss. Muss ich noch am Anfang, beim ersten Raum. Nicht am Anfang, aber dem. Der Eingang. Da war doch auch eine Puppe. Eine Puppe? Eine Maske. Oh, ich fühle mich gerade selber. Da war eine Maske. So. Und dann später, als wir da hingegangen sind, war da keine Maske mehr. Dann haben wir davon ein Foto gemacht. Und dann kam die wütende Maske. Und deswegen gehen wir jetzt wieder zurück und ich glaube, wir müssen die da hinhängen. Also wäre toll. Und nein, kein Geist. Nicht wieder diese Lady, die mich so oft besucht. Nein, du nicht. Ich glaube, ich laufe gerade ein bisschen dumm. Nee, doch nicht. Hier. So, da rein.
glaube, es ist eine Abkürzung. Hier habe ich irgendwie immer richtig Angst vor Geistern. Da liegt was. Kräutermilz. Oh, danke schön. Okay. Es kann eigentlich wie immer wieder was Neues liegen, ne? Da liegt... Oh, geil, da liegt was. Juhu. Filmtyp 14. 14, soll ich die benutzen? Ich weiß nicht. Was bist du? Können wir nachher reden? Oh, es ist da noch hinter mir. Machen wir die Tür auf. Mäuschen. Was ist denn das? Nein, nicht da lang, nicht da lang, nicht da lang. Nicht da lang. Ich weiß ja noch nicht mal, was das ist. Ach, das ist so ein Arsch hier. Ja, nein. Ja, ja, ja. Nein, auf einfach weg. Der macht ja irgendwie kaum Schaden. Du machst kaum Schaden. Was ist nur los mit dir, du kleiner Idiot? Was? Ich habe nichts gesagt. Wow. Kräutermedizin, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf mir doch drüber weg. Er trifft mich jetzt eh nochmal. Na los, komm schon. Ist er hier? Dann erst weg, okay. Ja, lass mich hier bitte lang. Was? Das ist, warum ist das so türkis? Türkiser Staub? Okay. Ich häng fest. Okay. Ist das schön. Warum ist das türkis? Was ist hier los? Da. Seht ihr das? Da. Ah, jetzt kommen wir hier lang. Geile Sache, geile Sache. Aber... Und die erstmal speichern? Nein, ne? Wo ist denn hier was? Was soll hier sein? Ja, wo? Hä? Ach so, da. Oh, noch eine Maske. Hi, du guckst sehr interessant. Willst du mich aufessen oder was? Auf dem Foto ist eine Säule zu sehen, an der eine Maske hängt. Nicht nur eine. Okay. So. Die Tür scheint verschlossen zu sein, aber ich sehe kein Schlüsselloch. Okay, die Maske ist nicht gerade sehr wunderschön. Erfreute Maske hängt hier. Geh hindurch? Keine Ahnung. Wenn es jetzt irgendwie ein Rätsel mit Masken ist, dann will ich nicht mehr. Wo bin ich? Bin ich am... Ich bin hier, ich verstehe das. Wieder durchgehen. Geh hindurch. Da bei diesem Raum, wo... diesen Gang, bevor dieser Raum kommt mit den ganzen Kimonos, wo dann auch unser erster Geist kam mit Miko. Miku. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ach so. Umherirren der. Und ich verspreche mich tausendmal. Wow, was ist hier los? Mit ganz kurz meine Kamera wechseln. Mein Film wechseln. Danke. Und irgendwie Grundfunktion hier verbessern. Nee, ich habe zu wenig, ne? Ja. Okay. Ich krieg irgendwie kaum
Punkt. Heiliges Wasser. Oh, danke schön. Wie freundlich ihr zu mir seid. Krieg Wasser. Traurige Maske hängt hier. Gehen durch. Oh, Miku geht einfach durch die Maske. Normal, ne? Eine Seele. Die Maske des Blendens befindet sich irgendwo in dieser Villa. Okay, danke schön. Schön zu wissen. Oh, hier liegt sogar was. Hihihi. Mhm. Filmtyp 74. Verarscht mich nicht, Leute. Also kommen bestimmt auch richtig schwierige Geister, ne? Naja, muss ja. Ein Buch, Schnipsel einer Forschungsnotiz. Die Masken und ihre Bedeutung für die Rituale. Das Binderitual und das Dämonenjagdritual werden vom Familienoberhaupt der Himuro durchgeführt. Während des Rituals trägt er eine Maske. Dies dient vermutlich dazu, die Jungfrau von allen weltlichen Verbindungen abzutrennen. Alle Teilnehmer des Rituals sind Familienmitglieder. Dies bedeutet, Opfer und Opfernde können direkt miteinander verwandt sein. Ich habe die Theorie, dass die Maske dazu dient, die Verbundenheit der Jungfrau mit ihrer Familie aufzuheben. Möglicherweise hat das Einfügen der Flöcke in die Dämonenmaske beim Ritual der Dämonenblendung eine ähnliche Bedeutung. Okay. Hier ist eine Maske.